Schlachtruf gerade gehört? Die setzen gleich zum Kampf an. Die setzen gleich zum Kampf an, musst du aufpassen. Die sind aggressiv. Die sind in einer Herde. Das ist echt gefährlich. Da muss halt echt, puh. So, dann suchen wir mal den Schlauberger, wa? Deswegen lache ich immer über dich. Das ist gut. Das ist voll in Ordnung. Was ist der Unterschied zwischen Lottospielern und Zahnärzten? Der Zahnarzt gewinnt bei jeder Ziehung. Moin! So. Der alte Schlauberger. Jetzt singe ich mal ein Liedchen. 1, 2. Taverne zum Schlauberger. 5, 6, 7, 8. Ach, das Ding heißt hier Schlauberger, oder was? Ah, okay. Wo geht's hier? Nach oben? Ich muss, glaube ich, hoch, ne? Oder runter? Hoch oder runter? Wo geht's hier hin? Hoch geht's hier, okay. Lang lebe unsere Herren Anna Henrietta, die Herzogin! Agents! Junge! Alter, vielen, vielen Dank. Dankeschön für deine 10... Waren das 10? Ja doch, es waren 10 Stück. 10 gegiftete Subs, Alter. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus an dich. Dankeschön. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Dankeschön. Wozu haben wir eigentlich das denn für eine Unruhe? Danke. Von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ach, da ist er ja. Guten Tag. Ha? Charles. Was ist hier los? Ah, du kommst wegen des Auftrags? Bist du ein Hexermeister? Der Krach auf dem Friedhof. Bist du der, den er stört? Ja, und ob. Und der stört anscheinend nur mich. Jedenfalls hat sonst niemand irgendwelche Maßnahmen ergriffen, obwohl alle den Radau hören können. Ich habe schon die Herzogswache eingeschaltet, aber die will nichts gefunden haben. Vermutlich hat sie nicht mal nachgesehen. Was soll ich jetzt machen? Selber auf dem Friedhof rumschnüffeln? Bro, mit der Nase. Egal, was da wütet, ne? Mit der Nase hauen die sofort ab. Ich schwöre. Und diesen Lärm gibt es jede Nacht? Und ob. Ich wohne nebenan. Ich höre es laut und deutlich. Als hätte mir jemand ein Hörrohr ins Ohr gesteckt. Hörrohr. Dann krach. Boom. Klingt nach Dubstep. Als würde ein Bär im Geschirrschrank gebumst. Ich weiß genau, was du meinst. Was? Gut, ich kümmere mich darum. Gab es Opfer? Wird jemand vermisst? Oder gibt es nur ein Lärmproblem? Es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Wieso? Glaubst du, ist es ein Monster? Quatsch. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es könnten auch Grabräuber oder Vagabunden sein. Man wird sehen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fände. Wie auch immer. Mögen die Götter mit dir sein, Meister. Klar. Kriegen wir hin. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Wozu haben wir eigentlich Ritter? Das ist... Sag ich jetzt nichts zu. Bro, da sag ich jetzt nichts zu. Wir gucken mal gerade hier. Der verkauft Sachen. Oh, willkommen, Schneewittchen. Wie hast du mich gerade genannt? Darf ich mir mal deine Waren ansehen? Zeig dir gleich mal, wo Schneewittchen seine Äpfel hat, mein Freund. Hat der diesen einen tollen Likör? Nee, der hat nur leere Flaschen. Wow, aber 5k auf dem Zettel, weißt du? Was für ein Held. Färbemittellösung, ja, das ist alles nichts, was wir brauchen. Ja, ciao. Ciao, Hadde, mein Freund. Ciao, Hadelan. Ja, ja, grinst nicht so blöd. Arschloch. Lass mich am Leben. So. Das Leben in macht der denn da? Ist nicht gerade billig. Der Tod hingegen, den gibt's umsonst. Ja, das ist nicht gelogen, tatsächlich. Verkauf doch, was du nicht brauchst. Ja, aber wir kriegen mehr Geld, wenn wir das bei einem Schmied oder so verkaufen. Das habe ich mittlerweile auch schon gelernt. So, dann gehen wir mal auf den Friedhof.
Nichts zu hören. Ich sollte mich trotzdem umsehen. Ah, hallo. Sei gegrüßt. Na, du bist ja am Trauern, wa? Lass mich in Ruhe. Oh. Hoffentlich wird dir jede Tür vor der Nase zugeschlagen. So wie die Tür von deinem Liebsten? Hm? Ja, geil. So, Schluss jetzt. Sei gegrüßt. Was ist das? Hier ruht Milton de Peyrac de Peyran. Okay. Arme Städterin. Naja, komm. Warte mal, bevor wir irgendwas machen, ich mach mal gerade den hier. Erstmal eine Runde pennen auf dem Friedhof. Geil. Ach ja, Grabsteine. Warte mal, die kann man ja auch hier wieder lesen, ne? Geh mal weg. So, erstmal aus mit dem Scheiß hier. Was soll das? Grabsteine, kann man hier wieder Grabsteine? Nee, hier kann man... Doch, warte mal, hier kann man lesen. Ich komme da nicht ran. Hier ist aber sonst... Nee, hier kann man nichts lesen, ne? Kann man nicht. Zumindest nicht überall scheinbar. Oh, was ist denn das hier? Ah, abgeschlossen. Schade. Oh, aber hier geht's rein. Erstmal ausmachen den Scheiß. Den braucht kein Mensch. Okay, was müssen wir suchen? Wir müssen irgendwas suchen. Da unten ist irgendwo eine Höhle oder eine Tür oder irgendwie sowas. Hier ist sonst nichts mehr. Wir können hier runtergehen. Mal gucken. Oh, hier warten Feinde auf uns. Seht ihr das auf der Karte gerade? Das mache ich jetzt aber an. So, das ist in Ordnung. Oh, warte. Hi. Stimmt, wir hatten ja Dialog gehabt. Ich vergesse das immer. Es tut mir leid. I'm sorry. So. Was ist hier los? Alle in the club oder was? In the club. Wir gehen erstmal hier. Ja, wobei, warte, wir gehen erstmal auf der anderen Seite rein, weil das ist ein abgeschlossener Raum da drüben. Was geht? Yo, my man. My dude. Aber hier ist nichts. Okay. Mal speichern. Nach der Ursache des Lärms. Ja, mal gucken, das sind bestimmt irgendwelche Viecher. Mal schauen, was es ist. Ach so, Grabräuber. Na dann. Das höllenvolle Feuer möge über euch kommen. Oder so. Oh, warte. Aua. Penner. Der brennt ja gar nicht richtig. Weiß genau, was ich will. Ja. Vielleicht kommt der Kraft von Grabräubern. Man weiß es nicht. Ich sollte bis zur Nacht warten, um es rauszufinden. Oh, was ist das? Befehle von Robin. Ah ja. Eine Katze? Da sitzt einfach eine Katze auf dem Grab. Naja. Dieser blöde Furzer Bruce wollte uns wieder betrügen, aber diesmal kommt er damit nicht durch. Nimm eine Hacke und eine Schaufel und statte unserer lieben, verblichenen Anführerin einen Besuch ab. Ihre Katzenvisage war schon zu Lebzeiten ein schlimmer Anblick. Beim bloßen Gedanken daran, sie jetzt anzuschauen, kriege ich die blutige Scheißerei. Nimm die Juwelen und Perlen und sonstigen Kostbarkeiten, die der Klappstuhl Bruce ins Grab geworfen hat. Und wenn du dieses Milchbrötchen auf dem Friedhof sichtest, dann brich ihm den Hals. Robin. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Scheinbar hängt der Kerl seit Tagen, was? PS, scheinbar hängt der Kerl seit Selinas Tod am Orlemurs Friedhof rum und heult den Mond an.
Ich gehe jede Wette ein, dass er den Schlüssel zu der Truhe bei sich hat, die wir zusammen mit dieser Schlampe begraben haben. Vielleicht können wir seinem Leid ein Ende setzen, wenn wir sein jämmerliches Leben im See ersaufen. Wenn er sich nicht schon selbst erträgt. Eieieiei. Oh, Quest aktualisiert. Nice. Das war's schon. Oh Gott. Dirty. Dirty, aber nice. Gefällt mir. Junge. Das war eine andere Quest? Echt? Haben wir noch einen? Nee, das war doch die, wo wir jetzt hier gemacht haben, oder? Oh, das war eine andere Quest, Tatsache. Aber die haben wir auch erledigt, die Quest. Nice, oder? Wo geht's hier lang? Irgendein Rezept haben wir gefunden. Ich nehme einfach mal alles mit. Ja, dann, was mache ich jetzt hier? Schlafen oder was? Ich schlafe mal bis zum Einbruch der Dunkelheit. So, let's go. So. Jetzt gehen wir mal auf den Friedhof oben. Darth Doom, Dankeschön für 17 Monate. Vielen, vielen Dank. Liebe auf deinen Nacken. Dankeschön. So. Oh, was für ein geiles Wetter da oben. Aber ich glaube, es ist noch nicht dunkel genug, ne? Kann das sein? Warte mal, ich speichere vorher aber nochmal. So. Quests, Charakter. Hier machen wir mal. Machen wir direkt 0 Uhr. Let's go. Geisterstunde. So, ist hier oben jetzt irgendwas? Verdammt. Da kämpft schon wieder jemand. Der Krach kommt aus den Katakomben. Okay. Alles klar. Von hier kommt also der Krach. Das klang mir aber nach. Das klingt mir aber nach Erscheinungen, ne? Grabräuber gegen Erscheinung vielleicht? Oh, das ist oben in dem Raum, wo wir vorhin zuerst waren. Warte. Keiner da. Komisch. Nach einem Gruftweib-Lager sieht das auch nicht aus. Hä? Louis de Corentin. Gestorben am Sankt Soatan-Tag. Die Geräusche haben genau dann angefangen. Ziemlich neu. Die Beerdigung kann nicht lange her sein. Hä? Gold. Also keine Grabräuber. Gold hätten sie nicht zurückgelassen. Hier ruht Margot de Corentin. Zerschlagen. Hat wohl jemand gegen die Wand geworfen. Keine Monster, keine Grabräuber. Nur etwas Unordnung. Vielleicht ist das doch nicht der Ort. Seltsam. Der Krach kommt eindeutig aus diesem Grab. Unmöglich. Überraschung! Da stimmt was nicht. Ich sollte mich verstecken und abwarten. Gut versteckt. Und mit diesen Karten rumspielen. Wie ein Zwerg. Ekelhaft. Pfui. Oh ja, viel besser als an Majorans Tempeltür zu stehen und von früh bis spät zu beten. Das ist der Dank. Ich habe für dich gebetet, dass du das Joch der Spielsucht loswirst. Na, hat ja prima geklappt. Offenbar sind die Götter dein Genörgel auch leid. Hey, was machst du denn hier? Das ist ein Privatgespräch. Hallo.
Würdet ihr bitte etwas leiser sein? Die Nachbarn beschweren sich. Nachbarn? Wir sind doch alle tot. Ich kenne deinen Namen nicht, aber du musst mir helfen. Ich weigere mich, die Ewigkeit an der Seite dieses Heiden zu verbringen. Entferne ihn sofort aus meiner Krypta. Immer langsam. Wo liegt das Problem? Das ist meine Krypta. Und diese fromme Schreckschraube hört auch im Tode nicht auf zu zetern. Eine Ewigkeit voller Genörgel. Welch Elend. Ich war eine verblendete Idiotin, ihn zu ehelichen. Er ist ein Sklave des Kartenspiels, der sein eigenes Kind bei einer Runde Gwint verwetten würde. Das war nur einmal, verflucht. Es war ein Scherz. Wie oft soll ich das noch sagen? Und wer hat unser Vermögen in eine blöde Majoran-Statue versenkt? Ein frommes Werk wollte ich tun. Der unsterbliche Prophet hätte dieses Land von Blasphemie und Spielsucht erlöst. Wie hätte ich wissen sollen, dass es ein Betrug war? Ja, hätte dich nur jemand gewarnt. Rund 500 Mal. Ruhe! Mund halten! Alle beide! Wessen rechtmäßiges Eigentum ist denn die Krypta? Das fragst du? Sie gehört meiner Familie, den De Corentins. Hast du denn gar keine Bildung? Mag sein, aber es war meine Missgift, mit der sie von deinen Gläubigern zurückgekauft wurde. Hör zu, wenn hier jemals Frieden einkehren soll, muss einer von euch gehen. Einen muss ich rauswerfen. Ja, nimm ihn, tu es und ich... Ich sage dir, wo ich seine besten Gwint-Karten versteckt habe. Nein, 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 nein. Was? Wusste ich es doch, dass du das warst. Und jetzt wirfst du mich aus meiner Krypta und bezahlst noch mit meinen Karten dafür? Verdammt nochmal! Hätte ich diese Karten beim Turnier in Belhaven gehabt, dann wäre ich noch am Leben! Es ist deine Schuld, du räudige Ratte, dass sie mich erstochen haben! Sie haben dich wegen deiner Schulden erstochen! Damit hatte ich nichts zu tun! Komm schon! Du wirst doch nicht auf diese Betschwester hören! Ich weiß genau, wo sie die Karten versteckt hat. Ich sag es dir selbst, sobald du sie rausgeworfen hast. Ich muss darüber nachdenken. Ach nö, muss ich das jetzt entscheiden? Also gut, einer von beiden muss weichen. Also sprach der Prophet Majoran, du sollst nicht um Geld spielen. Wonach er unverzüglich hinzufügte, denn für mich hast du nichts übrig. Ketzer, sei still, mit dir rede ich nicht mehr. Nein, nein, ich rede nicht mehr mit dir. Schnipfe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Was meint ihr? Ich glaube, beide geht nicht. Wirf eine Münze. Ich habe keine Münze. habe ich irgendwas, was ich werfen kann? Jo, warte mal, ich habe das Star Wars Ding hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe dieses Star Wars, hier. Ich habe diesen Star Wars, Flaschenöffner. Pass auf. Death Star Special Forces, die Seite, ist er. Und da, wo hinten drauf nichts steht, ist sie. Sie. Es steht nichts drauf. Dann muss sie jetzt leider raus.
Nein, halt! Oh, wenn es schon sein muss, dann bring mich doch bitte an einen erfreulichen Ort. Ist mir einerlei. Wohin willst du? Zum Grab meiner Mutter, auf dem alten Friedhof vor der Stadtmauer. Ein reizender Fleck nahe am Seeufer, mit ganz außergewöhnlicher Flora. Außergewöhnliche Flora. Wo genau ist das Grab? Unter den Armen einer Kastanie. Auf dem Grabstein steht ihr Name, Micheline Belle-Rose. Dass ich nicht auf Mama gehört habe, als sie mich vor diesem Lump gewarnt hat. Ja, wir spielen eh keinen Quint. Also alle, die jetzt deswegen sich Sorgen machen, alles gut, wir spielen Quint sowieso nicht. So, Freundchen, Kollege. Hör mal zu. Ich bedanke mich erstmal bei Darth Doom für 17 Monate. Bei Domi995 für den neuen Sub. Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank. Und bei Barbarius LP für 13 Monate. So, Louise de Corentin. Sag mal an. Ah, endlich Ruhe. Endlich Ruhe. Endlich Ruhe. Okay. Ich werde wiederkommen, mein Freund. Und dann pisse ich in deine Urne. Oh, warte, das ist da oben irgendwo. Moment, Moment, Moment. Junge, 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 die beiden, ey. Das ist ja ganz schlimm. Eigentlich hätten beide gehen müssen. Sie haben die ewige Ruhe gestört. Eigentlich hätten beide gehen müssen. Immer Arbeit. Das ist der Ort, den Margot erwähnt hat. Wo ist denn das Grab? Unter einer Kastanie, hat Margot gesagt. Ah ja. Das ist eine Kastanie, oder? Ritter Conan O'Brien, gestorben am Adrenalinschock, als er Zeuge eines Akts der Unicornipositus Filii wurde. Interessant. Aber nicht, was ich suche. Conan O'Brien? Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Conan O'Brien, ist das irgendeine Anspielung? Micheline Belle-Rose. Das ist es. Okay. So. So, das war's. Hingeschmissen den Scheiß. Okay, hol dir deine Belohnung davon, dass du jetzt das nächtliche Lärm zu. Als allererstes gehen wir zurück zum Friedhof. Als allererstes gehen wir zum Friedhof zurück und holen uns unsere Karten. Der hat ja angeblich gesagt, der weiß, wo der ist. Oh, hier kommt er. Unser Held. Der berühmte Gerald von Riva. Liebhaber von Zauberinnen und Sukubi. Diesmal die anderen. Waren da noch andere? Okay, warte. Conan O'Brien. Ich dachte halt irgendwie, das wäre eine Anspielung an Conan, aber der heißt ja nicht O'Brien, ne? Das beste Mittel gegen. Der heißt ja nicht O'Brien. Ein Hexer. Okay. Oh, hier sind noch andere Gräber, alles klar. Aber die sich nicht schon mal gelitten. Nee, das war woanders da, ne? Antoine Supreme. Kämpfte einen Kampf zu viel. Sarah Fauconier. Trink das nicht. Julie wolle seine. Sie wollte diesen kleinen Panda unbedingt haben. Oh. Michel Tauste, Architekt des Unmöglichen. Alessandro Boretti, der berühmteste Bokler in ganz Redanien. Keine Ahnung, das Wort kann ich nicht aussprechen. Raphael Dejean, die Rekruten marschieren stets in der Frontlinie. Paul de Sax starb auf seinem Posten. Kaspar Nipokolkinski, Architekt. Ich verstehe das Problem nicht, es kommt auf den Blickwinkel an. Aus diesem hier sieht es doch ganz ordentlich aus, finde ich. Okay.
Ach, das hatten wir schon gehabt. Bartholomä, der Haut der Main, starb auf der Suche nach dem gelobten Land. Der Arme. Anon Hapiniquä. Keine Ahnung. Dieser gefährliche Mörder ist dem Gesetz lange Zeit entkommen. Starb in Gefangenschaft wegen Steuerhinterziehung. Ja, doof. Die Morde waren egal, die Steuerhinterziehung war es am Ende, siehst du? Matthias Ilnuitli. Irgendwie sowas. Kam mittellos nach Beauclair, starb als reicher Mann. Und vom Mittelstand ins Millionär-Business. Läuft. Pablo Ciminewski korrigierte die Leute oft, zu oft, wie sich zeigte. Huch. All jene, die für das Herzogtum starben, sie sind unvergessen. Oh. Süß. Naima Knapp, Mortus Qua Oldo Doloani. Keine Ahnung. Wieder so ein komischer Ausländer. Oh, hier sind noch mehr. Warte mal. Nee, doch, warte mal. Hier drüben waren wir aber schon. Ja, ja, das ist das mit dem Grab hier. Da waren wir schon. Tut Buße. Bekennt eure Sünden. Sonst Schnauze. Wird das Biest uns alle verschlingen. Ja, ja, bla, bli, blub. Ich möchte meine Quintkarten, die ich dann verkaufen kann. Kann man Quintkarten verkaufen? Kann man Quintkarten verkaufen? Okay. Da gucken wir doch gleich mal, was wir für schöne Quintkarten haben. Ich habe die Urne mit Margots Asche weggenommen. Wie du wolltest. Louis, bist du da? Ich hätte wissen müssen, dass er nicht kommt. Na gut, du willst es nicht anders. Bitte stell mich zurück! Piss rein. Ja, ich habe nicht reingelegt. Ich habe keine Piss rein. Wo die Karten sind, aber. Piss! Ich denke mir was aus, bestimmt. Mini-Urne. Ich hab's. Dieser Schwertschmied Trentin, den hab ich beim Quint mal abgezogen. Und er hatte kein Geld. Da hat er mir den Stolz seiner Sammlung versprochen. Ein tolles Schwert. Fein gearbeitet. Ich starb, ehe ich es holen konnte. Aber du könntest es haben. Sag ihm einfach, dass Louis de Corentin dich schickt. Der verblichene Louis de Corentin? Das könnte tatsächlich problematisch sein. Aber wenn... Genau. Der Mann ist ein unverbesserlicher Spieler. Seine Frau hat ihn gezwungen, Hilfe zu suchen. Hypnose oder so. Sie ist felsenfest überzeugt, dass er keine Karte mehr anfasst. Wenn sie erfährt, dass er immer noch spielt, dann kommt er in Teufelsküche. Ja, oder in deine Krypta, ne? Hm, danke. Ich hätte das Ding zerschlagen.